Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in MOP Remix unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Haufen Mounts und zwar wollen wir uns insgesamt 30 Mounts angucken, die in eurem Spiel dazugekommen sind, die wir uns alle für Bronze kaufen können und dann noch 13 Anführungszeichen alte Mounts, die man sich aber ebenfalls für Bronze kaufen kann. Dazu befinde ich mich einmal bei einem von diesen Basaren. Die gibt es ja in jeder Zone im MOP Remix. Und zwar bin ich jetzt hier bei dem im Kunlai-Gipfel auf den Koordinaten 69, 50. Ihr könnt aber auch jeglichen anderen wählen, den ihr einmal hier in den verschiedenen Gebieten findet. Ich glaube, da unten gibt es gar keinen, aber hier zum Beispiel gibt es nur einen. Und da oben gibt es auch noch einen, also ihr habt in jeder Zone einen. So, wir wollen uns jetzt ein paar Mounts anschauen. Und zwar, die gibt es einmal zu kaufen bei Hemet Nessingberry. Und der hat insgesamt 30 neue Mounts. Auf jeder Seite sind immer 10 Stück. Das sind diese 30. Und dann haben wir noch 13 alte Mounts, die es im Live-Spiel in MOP zu erspielen gibt. Die könnt ihr euch, wenn ihr halt einfach keinen Drop-Luck habt oder auch keinen Bock habt, da ewig rumzufarmen, auch hier für Bronze kaufen. Die Situation ist diese, diese ganzen neuen Mounts sind relativ günstig im Verhältnis zu den alten. Und zwar zahlt ihr da von den günstigsten 2200 bis zu den teuersten, das sind dann bei 6600. Die ganzen Mounts, die bereits im Spiel sind, das sind ja fast alles Rare Drops in Anführungszeichen, die gehen los bei 18.700 und gehen hoch bis 38.500 pro Mount. Heißt, ich habe das mal so ein bisschen ausgerechnet. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu arg verrechnet. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich mich richtig verrechnet habe. Die ganzen neuen Mounts, also die 30 Stück, kosten zusammen 103.400 Bronze. Und die Mounts, die schon im Game vorhanden waren, wenn ihr euch die alle kaufen wollen würdet, also wir setzen jetzt voraus, ihr habt keins von denen und wollt euch alle kaufen, die würden 421.000 Bronze und 300 kosten, ne? Also 421, 300 Bronze. Und ja, ist auf jeden Fall um einiges mehr. Ich persönlich habe mir im normalen Retail-Game quasi die ganzen alten Mounts schon erfarmt. Das sind halt so Sachen drin, wie das Mount von Shinkun oder halt auch die World Boss Mounts, ne? Also die Schlange, die wir vom Char kriegen oder halt auch das Elegon Mount. Lauter solche Geschichten sind da drin. Und auch, glaube ich, von den Kriegshetzern haben wir die Mounts hier einmal mit am Start. Ne, das ist von Ondasta. Genau, das sind die Kriegshetzer Mounts. Aber die gucken uns halt alle nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht sollte ich jetzt als erstes erklären, wie ihr euch am besten Bronze farmt. Beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, falls ihr das Video jetzt ein bisschen später schaut, das Ganze könnt ihr nur im MOP Remix holen. Das ist ein zeitlich begrenztes Event, ne? Das geht jetzt hier los vom 16. Mai, ist das gestartet und geht halt drei Monate, ein bisschen mehr, bis zum 20. August. Danach könnt ihr euch das nicht mehr holen und nur in diesem Event könnt ihr euch dementsprechend die Bronze farmen. Worüber können wir uns diese Bronze freispielen? Naja, das ist eine Ressource, die wir durch alle möglichen Aktivitäten kriegen. Wir kriegen die Bronze, wenn wir Mobs umhauen. Wir kriegen die Bronze, wenn wir Dungeon Raid oder Szenarios abschließen oder Bosse töten. Wir kriegen es aber auch für Quests, für Erfolge, für alles Mögliche. Ich kann euch mal kurz hier zum Beispiel im LFR zeigen. Da haben wir jetzt einmal die Möglichkeit, dass wir hier so Kisten kriegen. Da gibt es immer Bronzevorräte mit 500 zum Beispiel. Was sind jetzt valide Möglichkeiten, Bronze zu farmen? Ich persönlich habe fast meine ganze Bronze aus Raids und Dungeons, hauptsächlich aus Raids, weil ich da das ganze Timok-Zeug gefarmt habe und da sowieso reingegangen bin und jeder Normal-Boss droppt 500 Bronze und die HC-Bosse droppen 750. Man kann jeden Tag alle IDs einmal laufen, also ihr könnt jeden Tag quasi sowohl Mokushan-Gewölbe, Herz der Angst, Terrasse des ewigen Frühlings, Thron des Donners und Schlacht um Ogrimma laufen und zwar im Normal oder im HC. HC bringt dann 750 Bronze pro Boss. In Schlacht von Ogrimma habt ihr die Sonderkonstellation, da könnt ihr Normal, HC und Mythic laufen und sowohl HC und Mythic bringt pro Boss 750 Bronze, die ihr zusätzlich kriegt und der Boss droppt an sich auch noch was. Ihr könnt dann auch noch Items klein machen, kriegt dann noch ein bisschen Bronze. Ihr könnt dann so Steinchen klein machen, kriegt der Bronze. Also wenn ihr die Raids lauft, kriegt ihr eigentlich Bronze hinten hergeschmissen. Ihr könnt natürlich auch die ganzen LFRs noch laufen. Wie gesagt, pro abgeschlossenem LFR gibt es dann auch nochmal 500 Bronze und zusätzlich natürlich droppen die Bosse auch was. So habe ich hauptsächlich meine Bronze gefarmt. Es ist nicht der effizienteste Weg. Ich muss aber sowieso wegen den ganzen Timok-Teilen da rein
und habe jetzt mit dem Char das Gear upgegradet, was auch schon ein bisschen über 500.000 Bronze kostet, und habe nochmal extra 500k. Und ich habe parallel noch ein paar Twinks mitgezogen, die haben jetzt, mit denen habe ich zum Teil das Gear upgegradet, zum Teil nicht. Die haben jetzt teilweise auch noch über 800.000. Also über Raids farmen kriegt man schon einiges. Was ist jetzt vielleicht ein effizienterer Weg, wenn ihr jetzt nicht sagt, okay, ich farm T-Mog und das Bronze kriege ich nebenbei? Es gibt auf WoW Hatten einen Artikel, den kann ich euch mal kurz zeigen. Und zwar, da wird vorgestellt, wie man viel Bronze kriegt, indem man Chars levelt. Das ist nämlich so, dass wenn ihr einen Char auf Level 70 levelt, bekommt ihr insgesamt 40.000 Bronze. Das ist einmal ein bisschen aufgesplittet. Ihr kriegt, glaube ich, einen Teil, wenn ihr Stufe 50 hittet, einen Teil, wenn ihr Stufe 60 und dann den Rest auf Stufe 70. Also das ist ein bisschen aufgesplittet, aber insgesamt sind es 40.000. Und wenn ihr effizient hochlevelt, ist es so, dass ihr während dem Leveln auch nochmal etwa 40.000 macht. Und ihr macht es im Endeffekt, läuft es so, ihr spammt HC-Dungeons, bis ihr Stufe 25 seid. Wenn ihr jemanden habt, der euch ziehen kann, der einen gut equippten Char hat, dann geht das natürlich ein gutes Stück schneller und ist effizienter, ne, wenn der euch ein bisschen da durchzieht. Wenn nicht, naja, könnt ihr das natürlich auch händisch machen, ohne dass ihr jemanden habt, der euch zieht, dann dauert das natürlich ein bisschen länger. Und dann ist es so, dass ihr quasi Mogushan-Gewölbe im Normal macht, ab Stufe 25. Da kriegt ihr nämlich bei jedem Boss, ich glaube, plus 12% mehr Erfahrung. Dann ab Stufe 35 könnt ihr dann Herz der Angst laufen. Auch wieder bei jedem Boss kriegt ihr dann 12% mehr Erfahrung, also steckt ihr hoch, und dann als letztes könnt ihr die Terrasse noch laufen und kriegt auch nochmal bei jedem Boss quasi ein bisschen extra Erfahrung. Und das Wichtige an der Geschichte ist, ihr macht den Autoloot aus, ihr lootet nämlich die EP in den Dungeons von den Bossen, und wenn ihr die in den Bossen drin lasst und diese ganzen Erfahrungsdeck-Sachen hochgestackt habt, dann könnt ihr dementsprechend die EP erst danach aus dem Postkasten nehmen, und die gewährt dann quasi einen Haufen extra Prozent über das, was ihr aus den Raids gefarmt habt, und dann könnt ihr euch relativ schnell auf Stufe 70 hochschießen. Natürlich ist das hier noch ein bisschen genauer beschrieben, das war jetzt sehr rudimentär erklärt, das Ganze, aber es soll jetzt hier auch nicht ein Bronze-Guide sein, sondern um die Mounts an sich gehen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr effiziente Methode. Ihr könnt es natürlich auch wie ich machen, dass ihr einfach die ganzen Raids mit einem 70er-Char lauft und darüber Bronze farmt. Oder es gibt auch einige Open-World-Farms, die ihr in den organisierten Gruppen findet. Und da gibt es auch einige, wo ihr anscheinend viel Bronze farmen könnt. Ich persönlich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung, weil ich einfach erstmal so ein bisschen mein T-Mog getargetet habe und Bronze quasi Abfallprodukt nebenbei war. Aber da soll anscheinend auch einiges an Bronze gehen. Gut. So viel dazu. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr noch andere krasse Methoden habt, wo ihr vielleicht anderen Leuten helfen könnt, das in die Kommentare schreiben. Wir schauen uns jetzt einmal die Mounts an. Und zwar wollte ich die ursprünglich kaufen und aufmauen und ein bisschen rumlaufen mit denen. Ich habe aber gesehen, ich habe ja mir dieses Addon geholt, Narcissus oder Narcissus oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist auch wurscht. Und damit haben wir eine ziemlich schöne Vorschau-Mission. Eine Vorschau- Funktion, so rum, nicht Version. Und die wollen wir nutzen. Also ich kann es euch mal zeigen. Wenn wir jetzt hier einen Mount angucken, dann ist das relativ groß und wir können das alles Mögliche drehen. Und das ist ein bisschen besser gemacht als das, was ursprünglich von Blizzard ist, weil das war so mickrig. Und da finde ich es eigentlich fast schöner, als wenn ich so auf die Mounts aufmounte, muss ich sagen. Also da haben wir eine schönere Ansicht. Ich kaufe mir die Dinger natürlich trotzdem, dass wir die einmal eingetütet haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal vorne an. Und ja, legen mit dem ersten los. Also als erstes haben wir Himmelswellenreiter. Und das ist einfach so eine Plattform, die kennen wir aus MOP schon. Diese ganzen Mounts sind Recolor. Und ich muss sagen, die Wolke ist jetzt relativ dicht. Ich sehe jetzt nicht viel von der Plattform, aber die schaut zumindest so ein bisschen silber aus. Ist eine ganz nette Angelegenheit. Riesenfan von diesen Mounts bin ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt es einige mittlerweile und die sind halt alle relativ gleich vom Aussehen, finde ich. So, wenn man uns das gekauft hat, dann ist es einmal als bereits bekannt drin. Okay, dann haben wir das abgehakt. Dann haben wir goldener Diskus. Das ist das zweite. Das ist dieses Ding hier. Und ja, hier sieht man schon eher die Farbe. Aber ich muss sagen, die Wolke ist halt ziemlich krass. Also man sieht kurz die Farbe und dann überstrahlt die Wolke halt tatsächlich alles. Ja, okay, das ist halt dasselbe Ding in golden. Ehrlich gesagt, das haut mir auch nicht vom Hocker. Aber es sind halt wie Colors. Dann haben wir als drittes dasselbe nochmal in Bronze. Und zwar Mogu Dunstfackel. Und ja, kostet auch 2200.
ähnliches Design, bloß halt wieder in einer anderen Farbe. Also wir haben eine silberne, eine goldene und eine bronzene. Dann können wir die nächste uns angucken, also das nächste Mount. Und zwar Leinen des gefiederten Windwellenreiters. Die Namen werden immer länger und das ist quasi so ein Panda-Drache. Ne? Sieht recht schick aus, hier mit ein paar Federn vorne dran, rot und gold oder gelb gehalten. Ja, ist okay. Auch von diesen Drachen bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan, aber ich finde die schon mal besser als diese Plattform tatsächlich. Gut, auch das kaufen wir uns einmal. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir ein paar von diesen Kranichen, oder? Wie heißt denn der? Zügel des Dschungelreitkranichs. Und das ist einmal dieser hier. Der hat auch ein bisschen Rüstung drauf. Hier mit so ein bisschen im lila Steinchen. Naja, die Kraniche finde ich nicht schlecht. Da haben wir den ersten. Den holen wir uns. Jetzt gucken wir sie einmal durch und dann lernen wir sie. Okay. Der hat ja mal eine interessante Farbe. Der ist so ganz helles lila-pink mäßig. Ja, hat was. Okay, dann schauen wir. Achso, warte mal, ich sage euch noch den Namen. Bleichen Reitkranichs. Ja gut, bleich passt auf jeden Fall. Dann haben wir Zügel des silbernen Reitkranichs. Okay, das ist so silberblau. Das ist hier mit so einer bisschen mit einem türkisen Stein. Haben wir da. Da haben wir dann nochmal den goldenen Reitkranich. Das ist aber wenig Gold. Das ist halt so eher weiß und dann so ein bisschen gelb noch. Naja. Halt, den muss ich mir kaufen. Dann haben wir als nächstes den rosanen. Rosa Reitkranich. Der hat aber Ähnlichkeiten mit dem anderen, muss ich sagen. Dann haben wir den luxuriösen Reitkranich. Der gefällt mir tatsächlich jetzt bis jetzt von den Kranichen am besten, muss ich sagen. Okay, der ist in lila gehalten. Und dann haben wir noch einen letzten. Und wie heißt der? Tropischer Reitkranich, okay. Das sind quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reitkraniche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die ursprünglichen ausgesehen haben. Ne? Das ist ein bisschen lang her bei mir. Aber die gab es ja damals, ich meine bei den himmlischen Erhabenen hast du die Mounts gekickt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also alle diese Grundmodel gab es ursprünglich mal in MOP und die haben sie... Oh, ich merke gerade, ich habe mit einem anderen Account noch den Sound on. Deswegen hören wir hier alles mehrfach. Das machen wir jetzt gleich mal aus. Also gleich schon mal gefailed. Okay, jetzt sollten wir weniger Sounds haben. Okay, das waren schon mal die Kraniche. Jetzt haben wir hier noch Ziegen, oder? Ja, genau. Hier haben wir noch eine Ziege. Und zwar Zügel des... verschneiten Reitziege. So also verschneit schaut die jetzt eigentlich gar nicht aus. Das ist quasi... Ich würde jetzt eher sagen, gräulich ist die, ne? Die Ziege und die andere... Also das bei dem Tauren sieht das echt unmöglich aus. Da sieht es so aus, ob die Ziege aus dem, naja, Rock oder was es so ist. Also ich weiß nicht, die Texturen mit dem Tauren, das ist nicht optimal. Sobald du da so eine Robe anhast und keine Hose, sieht es sehr, sehr weird aus. Aber gut, wir haben dann noch eine rote Ziege. Rotbräunlich. Gut, die können wir jetzt auch beide mal lernen. Vogelwild, das Ding. Okay. Nummer 1 und Nummer 2. Dann, jetzt haben wir den Galleon-Verschnitt hier quasi. Und zwar Zügel des fahlen Mushans. Das Mount von Galleon hat ja dasselbe Model, bloß ist das Grün, meine ich, ein bisschen kräftiger. Ne? Galleon ist ja der Worldboss im Tal der Verwinde. Und ich meine, auf der Insel, zeitlosen Insel, gab es auch noch ein Mount, das dasselbe Model benutzt hat für diese blutigen Münzen. Und jetzt haben wir hier nochmal dieses Model, Flussläufer Mushan. Das ist quasi jetzt hier in, was ist denn das? So ein schmutziges Grün, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt muss ich mal gucken, so aus Interesse, wie die anderen Mushane ausgesehen haben. Also ich meine, das von Galleon, das war so ein kräftiges Grün. Und dann gab es noch auf jeden Fall eins von der zeitlosen Insel. Genau. Ja, wohl so kräftig ist es jetzt gar nicht, aber kräftiger als das Fahle, ne? Also, ich hatte sogar noch ein bisschen saftiger in Erinnerung, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kräftiger als das Fahle. Und dann haben wir das Aschenfell-Mushan. Das war das mit den blutigen Münzen. Okay, das war so ein bisschen gräulich. Das ist jetzt das Flussding, das ist so ein bisschen grünlich, würde ich sagen. Wo haben wir das hergekriegt? Schon mal ein... Ach, war das von der Kampfgilde?
Nee, also das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, was das ist. Was gibt's für einen Verkäufer? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Aber okay. Genau, das sind die Mushane. Jetzt schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Jetzt haben wir noch ein paar Yaks, oder? Wir haben einmal ein Zügel des schwarzen Reitjaks. Das ist das hier. Ja gut, das sind relativ basic MOP-Mounts, ne? Dann haben wir Kaffa-Yaks. Ich weiß nicht, ob das eine Farbe ist oder was Kaffa sein soll. Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Das ist so ein bisschen ein helles Braun, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben wir bescheidenes Expeditionsjack. Was ist jetzt da der Unterschied? Eigentlich nur die Farbe, ne? Die Glocken und alles ist relativ gleich. Ja, und das ist so ein bisschen ein kräftigeres. Ich würde mal sagen, als Farbexperte ein Mittelbraun. Keine Ahnung. Es ist nicht dunkel und es ist nicht hell, es ist so mittel. Würde ich jetzt mal sagen. Ich als alter Farbexperte. Okay, die können wir jetzt auch alle dreimal lernen. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr als die Hälfte von den Viechern. Ihr seht, es ist halt viel Recolor-Gedönse. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch einen Tiger quasi. Halt, wir wollen ihn erst anschauen. Ah, den gab es bei den Shadowpan, ne? Da gab es, glaube ich, x Farbvarianten. Und eine neue gibt es jetzt hier, die violette Variante. Zügel des violetten Shadowpan-Reit-Tigers, genau. Ich finde die nicht schlecht, diese Tiger, muss ich sagen. Mit der Rüstung, das macht schon echt was her. Jetzt in violett, weiß ich nicht, dass die Tasche ist halt jetzt auch noch violett. Aber so mit Rüstung, doch, also finde ich nicht schlecht. Tatsächlich, finde ich nicht schlecht. Man könnte jetzt auch mal schauen, wie viele es da noch gab. Wie waren das? Shadow Pan? Wie sind die ein? Ach so, Shadow-Pan. Ah, okay, da haben wir sie. Also da ist jetzt der violette und es gab damals anscheinend einen roten, einen grünen und ja, ich würde sagen bläulich ist das, ne? Bläugräulich. Ah, okay, und jetzt gibt es halt einen vierten davon. Interessant. So, dann haben wir hier Kobold-Koloss. Das ist quasi der... wie vielte Boss? 4 sind es im ersten Teil, 5? 6. Boss in SOO ist, glaube ich. Also der da vorm Tor steht, ne? Der eiserne Koloss. Bloß jetzt in einer bisschen, also einer Kobold-Version. Das ist so ein bisschen blau-silber, also blau... Ja, Silber ist es nicht, jetzt so metallisch blau, würde ich sagen, sowas. Ja, da kommen wir hin. Das kostet jetzt schon ein bisschen mehr, 4.400. Und dann haben wir Teufelseisenkoloss. Ich weiß nicht, man hat es probiert mit grün, die Augen sind ganz cool, aber so die Farbe, ich weiß nicht. Irgendwie, nee, das ist irgendwie das falsche Grün, finde ich. Das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber vielleicht findet es einer von euch ja cool, das Ding. Lernen wir die beiden auch noch? So einen ganz schwarzen hätte ich mir gewünscht mit Feuerrot, das wäre cool gekommen. Aber dieses Grün, ich weiß nicht. Wie hat denn der ursprünglich hier ausgesehen? Ja, wenn ich jetzt Koloss eingib. Das ist der ursprüngliche, der sieht genauso aus wie das Mount, ne? Also wie der Boss sieht das Mount aus. Das ist der blaue und das ist der grüne. Ich muss sagen, der sieht am coolsten aus. Aber den komplett so in matt-schwarz, das wäre cool gewesen. Ist das, ich mein? Naja, gut, so ist das. Dann mach ich jetzt nix. Waren die Recolor-Leute bei Blizzard anderer Meinung. So, jetzt haben wir hier noch Himmelskreischer. Das ist, glaube ich, damals das Mount gewesen aus... Thron des Donners hat es das, glaube ich, gegeben. War das nicht sogar auch das Meta-Mount, meine ich? Ich bin mir jetzt nicht sicher, war das nicht... Ah, nee, also wenn, dann war das Mount für Garrosh... Mythic Kill oder war das fast Meta Achievement? Obwohl, nee, das war glaube ich Garrosh Mythic Kill, ne? Der Koloss, also der ursprüngliche, ne? Das sind ja die Recolors. Aber das war glaube ich diese Himmelskreischer. Gut, die anderen heißen gar nicht Himmelskreischer, sehe ich jetzt gerade. Die waren, meine ich, fürs Meta Achievement in Thron des Donners. Okay, also wir haben blutiger Himmelskreischer. Ich muss sagen, in Rot sieht er echt cool aus. Der ist nicht schlecht. Nacht per Terror-Schwinge haben wir hier. Petero-Schwinge, so rum. Halt, wir müssen uns vorher noch anschauen. Das ist quasi dieselbe in Lila. Ich finde die auch nicht schlecht. Tatsächlich. Was haben wir da? Da haben wir es in Grün. Ja, der Petero-Dax.
Also okay, in grün. Und den letzten in gelb haben wir dann noch. Okay. Das sind die drei. Jetzt lernen wir die mal und ich gucke mir auch nochmal das ursprüngliche an. Ich weiß jetzt nicht, ob der ursprüngliche Himmelskreischer hieß oder Pterodax. Das müssen wir jetzt mal gucken. Wie, wo, was, warum? Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Das ist schon alles ein bisschen her. Himmelskreischer. Genau, der Himmelskreischer ist tatsächlich fürs Meta-Achievement. Da war ich schon richtig gelegen. Und der war blau damals. Doch, ich finde den roten cooler tatsächlich. Habe ich mich vertippt? Pterodactylus. Na gut, das. Da gibt es halt auch viele neue. Ja, gut, die haben das halt dann neu aufgelegt mit BFA, ne? Die sind. Das ist dann nicht gleich das ganz gleiche Model. Das ist ein bisschen. Bisschen höher quasi, wenn du das so anschaust. Der ist so ein bisschen nach vorne gebeugt. Aber das sind diese Pterodaxe, die es dann neu kamen, also diesen neuen Model mit BFA. Naja, okay. Haben sie die aber auch so genannt. Gut, dann würde ich sagen, guck mal weiter. Wo sind wir denn stehen geblieben? Jetzt haben wir noch ein paar Quielen. Achso, und dann war es das tatsächlich schon. Ah ne, hier haben wir noch, noch was anderes. Wir haben zwei Quielen. Und zwar, was haben wir hier für einen Marmorquielen? Ja, gut, die Quielen, die sind okay, finde ich. Und was haben wir hier? Da haben wir noch einen grünen Quielenwächter, heißt der. Okay, das ist der zweite. Die kosten jetzt beide 6600. Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt gucken wir mal kurz. Quielen. Das sind alle Quielen, die wir haben. Genau, das war die Collector's Edition. Dann haben wir jetzt die aus dem Remix. Die ist auch aus dem Remix. Dann, die ist von, ach, die ist aus dem Rare, aus BFA, ne, wenn die Zone quasi mit dem Enzot-Angriff umgewandelt ist. Und die glaube ich auch, oder? Ich glaube, fast finde ich die am coolsten. Also die Recolors kommen da ganz ran, aber die sind relativ ähnlich. Okay, und dann haben wir noch mal Windrösser, und zwar drei Stück. Wir haben ein flinkes Windross. Das ist das hier. Das ist quasi eine bessere Ziege, in Anführungszeichen. Einmal in Rot. Dann haben wir sie in Gelb. Und wir haben sie... Ja, das ist so ein bisschen Mixmax, oder? So ein bisschen ausgewaschenes Rot, hätte ich jetzt gesagt. Waldwindross heißt das. Okay, ja gut. Die kaufen wir uns jetzt mal. Dann vergleichen wir es mal mit den anderen Windrössern, die es bis jetzt schon gegeben hat. Just for fun. Und dann mit... Müssten wir quasi mit den neuen Mounts durch sein. Und wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen über 100.000, habe ich jetzt dafür die neuen Mounts ausgegeben. Wie ich es schon im anderen Video erwähnt hatte, habe ich ja das Problem, dass ich die ganzen Assemble nicht kaufen kann. Weil ich da ja im MOP schon reingefarmt habe. Mit den IDs habe ich da schon mal ausführlich erklärt. Und ja, aber jetzt können wir zumindest hier ein bisschen was für die Mounts raushauen. Juti, jetzt schauen wir noch kurz die Windrösser an. Also Windross. Ach, warte mal, gab es nur ein anderes Windross? Remix, Remix. Hoi. Ich hätte schwören können, die hat man auch in MOP gekriegt. Aber anscheinend gab es das Windross. Oder vielleicht hieß es auch damals anders, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Anscheinend nur im Shop. Na, könnt ihr mir vielleicht, wenn ihr schlauer als ich seid und euch da erinnern könnt, in die Kommentare schreiben. Vielleicht gab es auch andere Windrösser, die hießen vielleicht einfach nur ein bisschen anders. Aber ich schaue jetzt, wir sind jetzt über 1000 Mounts, ich schaue jetzt mit 1000 Mounts durch, ob da noch ein anderes Windross dabei war. Also was ich jetzt gefunden habe, ist nur eins aus dem Shop. Gut, jetzt sind wir mit allen Mounts, also mit den 30 neuen durch. Wir gucken uns jetzt mal noch die alten an und dann reden wir vielleicht nochmal einen Ticken drüber. Und zwar haben wir hier ein paar Urterrorhörner. Und diese Urterrorhörner droppen von den Kriegshetzern. Ich persönlich an eurer Stelle würde dafür keine 18.000 Bronze ausgeben, weil die kann man relativ leicht farmen. Ne? Das sind insgesamt vier Stück. Also wir haben hier Nummer 1, dann Nummer 2 ist ein bisschen grün, Nummer 3 bräulich und dann haben wir noch ein blaues. Wobei das blaue ist nicht von den... Das blaue ist tatsächlich nicht von den...
den Kriegshetzern. Waren das nur drei von den Kriegshetzern? Ich hätte gemeint, das waren vier von den Kriegshetzern, aber anscheinend sind es nur drei. Und diese Kriegshetzer, das sind so Mobs, da gibt es, glaube ich, in jeder Zone einen Spawn. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, hier gab es einen Spawn irgendwo. Das ist irgendwo. Irgendwo hier oben oder hier in Pandaria. Dann, glaube ich, auf irgendeiner Insel. Irgendwo hier unten in Kasarang war, glaube ich, einer. Hier unten war, glaube ich, einer. Und hier oben konnte einer spawnen. Also gab es fast jeder von den Zonen außenrum, sind die gespawnt. Und die konnte man immer wieder umhauen. Kannst auf dem Live halt easy bisschen hoppen auch. Auf ein paar verschiedene Server gucken. Die kannst du eigentlich relativ schnell. Gut, wenn ihr eh so viele Bronze habt, dann kauft euch die Dinger. Also das sind die. Und hier der Kobaltblaue, der ist von Onduster, ne? Das ist quasi hier der Worldboss, der kann die droppen. Mittlerweile haben sie ja die Dropchancen von den Worldbossen hochgesetzt auf, glaube ich, 1%. Früher waren die auf 0, irgendwas. Und ich habe ja da teilweise tausende Tries auf diese Worldboss-Mounts noch. Dann den hatten wir ja uns vorher schon angeschaut, Aschenfell-Mushan. Das ist ja das von hier Kollege Galion, ne, im Tal. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier die Ausgeburt von Horridon. Ja, die droppt im Thron des Donners vom zweiten Boss von Horridon. Das ist quasi, das ist die coolste Version von diesen, ja, Dreihörnern, würde ich jetzt mal sagen, oder Ur-Terrorhorn. Die so gestreift, also ich finde das die coolste. Die sehen zwar auch nicht schlecht aus, ne? So ein bisschen metallisch sind die, aber das finde ich schon nochmal cooler. Das habe ich auch ewig gefarmt, das weiß ich noch. Und Shinkun ist natürlich aus demselben Raid, ne? Da gibt es ja jetzt über eine Achievement auch einen Recolor, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Das droppt halt auch im Thron des Donners. Das ist, weiß ich nicht, wie viel der Boss, das ist sechste, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Nummer 6 ist es. Shinkun ist der sechste Boss. Dann haben wir Elegon Mount. Gut, da brauche ich, glaube ich, keinem was sagen. Das ist ein Mugushan-Gewölbe. Ich habe übrigens keins der Mounts bis jetzt im MOP Remix gesehen. Ich meine, die droppen da auch nicht. Falls ihr mal eins droppen sehen habt, sagt es. Hier gibt es auch einen Recolor, habe ich auch schon Mount Sky zu gemacht. Halt so ein goldenes, auch über ein Achievement, ne? Dann, und ja, das droppt halt von Elegon in Mugushan-Gewölbe. Dann haben wir die donnernde Onyx-Wolkenschlange. Die gibt es von Rulon auf der zeitlosen Insel. Der ist irgendwo, ich glaube hier oben spawnt der, ne? Auf der Timeless Eis. Also, bei mir ist das ewig her, dass ich das gefarmt habe. Viele Leute haben mir gesagt, das ist mega scheiße aktuell zu farmen. Vielleicht ist das eine Mount, was man sich vielleicht holen sollte. Also, ja. Dann, ja, der Classic 6000 Tries. Schar des Zorns, Wolkenschlange. Ne? Also, die droppt halt vom Schar des Zorns hier im Gebiet. Der ist da oben. Und auch 1%, ne? Also, das ist auch so ein Mount, dass man es jetzt einfach kaufen kann. Ich habe da irgendwie 5 Jahre den gefarmt oder so, keine Ahnung. Ganz schwierig. Und dann haben wir natürlich noch Nalak, ne, droppt natürlich von Worldboss Nalak auf der Donnerinsel. Sollte jetzt ja auch 1%, wir sind zu weit raus, hier der Kollege jetzt auch 1% sein. Und dann, was haben wir noch Schönes? Den hatten wir, Nalak, genau, dann haben wir den Koloss, den hatten wir uns ja vorher schon angeguckt, von Garrosh Mythic. Ah, also hatte ich doch recht, es war nicht, quasi das Meta-Achievement. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das Meta-Achievement hat so einen Wolf gebracht, ne, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre. Und den gab es von Garrosh Mythic. Als ich die Schultern gefarmt habe mit meinen Plattenträgern, habe ich den, also ich habe immer 20 Plattenträger oder 30, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall einige pro Woche mit dem Skip, ne, als die den reingebracht haben, jedes Mal Garrosh umgehauen. Ich habe ihn wöchentlich, glaube ich, 2 oder 3 Mal gezogen. Also das Ding soll auch 1% haben. Ich habe das so oft bei diesen Garrosh-Schultern, hier könnt mir ein Haus aus dem Teil bauen. Also das würde ich, also wenn ihr Bronze sparen wollt, farmt euch das lieber. Da könnt ihr direkt jetzt zu Garrosh. Dann ist das echt eine schnelle Sache. Da würde ich die Bronze eher stecken lassen. Und was haben wir jetzt hier als letztes? Zügel der donnernden Rubinwolkenschlange. Da steht jetzt im Ding sogar nicht mal eine Quelle drin. Jetzt muss ich gestehen, ich bin mir auch nicht sicher, wo das Ding her ist. Es gab in MOP so viel. War das von der Ruffraktion? Weil von dem Worldboss ist es nett. Ach, das ist das Alani-Mount. Jetzt komme ich mit. Da, wo man diese, ich glaube, 10 Splitter waren es oder so. Die hat man hier im Tal der ewigen Blüten, kriegst du ja diese Splitter, wenn die Mobs umhaust. Und wenn du 10 hast, dann kannst du dir so ein Teil zusammenpacken und dann auf Alani wirken. Dann kannst du ihn angreifen und kriegst das Mount, ne? Genau, das müsste daher sein.
Da gibt es aber auch Leute, die das verkaufen. Also ich denke mal, das kann man selbst, wenn man jetzt keinen Bock hat, das in Retail zu farmen, kann man sich das relativ günstig kaufen. Ich meine nämlich, jeder kann das Mount rauslooten. Also einer, der das verkauft, kann es halt an vier gleichzeitig verkaufen. Also keine Ahnung, wie da die Preise aktuell sind. Ne? Ich habe mir das irgendwann im MOP wahrscheinlich selber gefarmt gehabt. Und aber was ich da so gehört habe, soll das anscheinend, soll man das relativ günstig kriegen. Genau, das waren jetzt so die ganzen neuen Mounts und auch die alten. Wie gesagt, wenn ihr noch krasse Tipps habt zum Bronzefarmen, schreibt das gerne für die Community rein. Vielleicht wisst ihr die ein oder andere, oder habe ich die ein oder andere Sache Käse erzählt, ist auch viele schon sehr, sehr lang her tatsächlich bei mir. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch mit den ganzen Mounts. Jetzt haben wir wieder einige mehr. Und jetzt ist auch die Liste, die mir fehlt, wieder deutlich kürzer geworden. Ja, wunderbar. Und das Seepferdchen ist natürlich auch nicht drin. Das sollten sie mal Battle.net-Account weit freischalten. Das ist, wie gesagt, das einzige Mount, was nicht Battle.net-Account weit freigeschalten wird. Richtig, richtig dumm tatsächlich. Juti, gut, das war jetzt ein längerer Ritt. Ich hoffe, der ein oder andere hat was mitnehmen können. Und ja, dann sehen wir uns gern im nächsten Mount-Guide-Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.